Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich war fleißig. Ich habe ganz viel gegrindet, habe ein bisschen neues Werkzeug gemacht, bin zwischendurch gestorben wegen so einem blöden Scheißköter. War dann wieder bei meinem Rucksack und da war der blöde Scheißköter immer noch und hab mich nochmal umgenockt. Blöder Penner. Und bin jetzt aber wieder da und hab hier eine Brücke. Wer hätte das gedacht? Ich habe jetzt nicht mehr damit gerechnet. Und habe hier auch schon angefangen zu planieren. Sieht man jetzt nicht, soll man auch nicht. Und habe zwischendurch auch schon mal ein bisschen gegrindet und bin hier jetzt gerade am Umbauen. Ne, damit aus diesen Pflastersteinen dann Steinplatten werden und aus den normalen Steinen, die ich bis eben gesammelt habe, erstmal diese Pflastersteine. Ja, lass uns doch mal gucken. Ja, also ich habe mir hier tatsächlich nicht gerade Zeit gelassen. Ich muss das alles ein bisschen fix machen, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob jetzt die erste Blutnacht von Tag 6 auf Tag 7 kommt oder erst in der Nacht von Tag 7. Und ja, hier oben kommt unser Häuschen hin. Ich habe hier... Wo zeigt der hin? Der zeigt nach Westen. Schade. Wäre cool, wenn er nach Norden zeigen würde. Ich hatte versucht, hier so einen kleinen Unterstand zu bauen, weil ich das ganz witzig fand, aber da hatte das Spiel was gegen. Hier ist noch ein bisschen was, was weg muss, aber das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier gleich mal unser Häuschen rauf. Ne, erstmal noch ohne großartig Boden und sowas. Da scheißen wir noch drauf. Hauptsache erstmal ein paar Wände, dass wir wenigstens etwas Unterschlupf haben. Und dass wir uns auch ein wenig in der eventuell kommenden Blutnacht verstecken können. Ne, ansonsten gerne in die Kommentare, wann ist Blutnacht? Tag 6 auf 7 oder erst an Tag 7? Bin ich auch nicht traurig drum. Ja, und dann habe ich mit dem No-Budget-Nerd gesprochen. Morgen ist soweit. Morgen gibt es die gemeinsame Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf. Er hat es auf jeden Fall. Und ich glaube, ich finde auch, könnte witzig werden. Und dann schauen wir doch mal. So, ein bisschen was ist hier noch. Ich überlege, nehme ich das noch weg? Ja, ich glaube, das bisschen buddeln wir ja auch noch weg. Die Steine brauchen noch einen Augenblick, bis sie fertig sind. Und dann können wir hier doch cool anfangen. Ne, müssen wir hier nochmal irgendwann einen Weg so ein bisschen runter planieren. Und dann ist mir tatsächlich noch was aufgefallen. Ne, ich bin ja manchmal Blödmannsgehilfe. Und mir ist erstmal nicht aufgefallen, dass die Insel ganz schön klein ist für den Riesensee. Und dann ist mir aufgefallen, oh geil, wie geil ist das denn? Dass da noch eine Insel ist. Und jetzt auch gleich gerade, dass da noch ein Häuschen ist, mitten auf dem See. Wie gut ist das? Ne, das heißt, wir werden hier bei Zeiten nochmal eine Brücke rüberspannen. Und dann werden wir das erweitern. Machen wir vielleicht eine Farminsel und eine Wohninsel oder sowas. Kicken wir mal. Aber erstmal geht's jetzt hier auf die Nacht vorbereiten. Zack, da geht's schon runter. Ja, es ist doch jetzt eine ganz schöne Fläche. Da wird auch ein Schuh draus. Gibt es jetzt Backup? Ich erkenne es nicht so richtig, aber es sieht so aus. Na egal. So. Unmengen an Pflasterstein. Bauen wir mal. Cobblestone. Und bauen noch hier mal unsere kleine Hütte hin. So. Da lassen wir eine Tür. Zack, zack, zack. Bauen wir hier Terrasse? Geht das, ist die Frage. Ja, ich glaube, ich will cool über den See gucken können. Wir bauen das hier so ein bisschen über den Hang. So. Immer ein bisschen drauf achten, dass das immer mal wieder Bodenkontakt hat und sich abschmiert. Oh. Wer hier wohl abschmiert? Bin ich. Ja, ich traue dem Frieden gerade nicht. Ah, komm. Ein bisschen geht noch. Dann bis hier rüber. Ja.
Ja, das wird schon halten. Dann machen wir bis hierhin. Mal gucken, ob das geht. Zack. Oh, nicht zu weit runter. Wow. Hoppala. So, na komm her. Ja, natürlich geht das jetzt nicht vernünftig. Ja, jetzt rutscht er. Die Sau. Hoch mit dir. Wie man das doch von oben. Das Schöne ist, wenn ich hier nicht hochkomme, kommt hier auch kein Zombie hoch. Hoffentlich. Das ist der Plan auf jeden Fall. So. Steine haben wir auf jeden Fall erstmal eine Menge. Und kriegen gleich noch mehr. Zack, zack, zack. Also ein bisschen schräg lang. Müssen wir da mal gucken, ob wir das noch ein bisschen unterfüttern können später. So. Und dann machen wir erstmal mehr Steine. Steinplatte, Steinplatte, Stein, Steinblock. 206 noch. Ja, das geht schon, ne? Da wird ein bisschen was draus. So, hier machen wir das auch nochmal ein bisschen. Weit geht das hier? Bis hier, würde ich sagen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ruf da. Oh, hält. Sauber. Noch schön, so dass zu ist. Ne, das Schöne ist, kommt dann auch keiner rein. So. Hier noch zumachen. Ne, hier halt schon. Gehen wir noch ein Stückchen rüber. Bis ganz außen. Wieso kann ich da nicht bauen? Ach so, weil ich da stand. Ja, wir lassen das jetzt mal so. Kann man immer noch neue Steine setzen. So. Damit es nicht ganz so monoton ist, gehen wir dann hier lang. So. Grundriss steht, würde ich sagen. Zack, zack. Zack, zack. Oh, hier ist ein großes Fenster. Nee, zu groß ist auch Kacke, oder? Obwohl da ein bisschen Glas rein, könnte cool werden. Hier so ein Eckfenster. So, hier ein Fenster rein. Zack. Und dann bauen wir hier oben weiter. Hier will ich einfach nicht so ein Panoramafenster haben. Alles aus Glas. Ich meine, hier kommt erstmal eh keiner ran. Sollte nicht das Ding sein. Reicht hier Doppelfenster? Ja, machen wir doppelt. Ich weiß gar nicht, wie man Glas herstellt. So, wie hier schräg. Oder mache ich noch die unterste Reihe? Ich glaube, die unterste Reihe reicht. Aber krass, wie schnell die einem die Blöcke ausgehen. So, dann machen wir da so ein und hier so ein, damit das alles ganz nett aussieht. Machen wir so und das hier auch. Zack. Das zwei Stück hoch, das sollte reichen. Darüber. Zack. Zack. Das ist doch eine ganz angenehme Höhe. Da ist noch ein Fenster, dass irgendwann mal Glas reinkommt.
Zack. So. Ach, das Scheißding. Zwei Stück hoch. Ach, Scheiße. Nur auf dich zu ducken, du Dödel. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, mehr Fenster brauchen wir hier hinten nicht. So, und dann müssten wir hier eigentlich nochmal Stockwerk draufsetzen. Verdammt. Wie Mokwides. Soll ja auch nicht ganz scheiße aussehen. Jetzt mal gucken, wie wir Glas machen. Fleißig am Blocken. Bruchglasblock mit Glas, Blei und Erde. Oha. Geschäftsglasblock ist das gleiche, nur dass wir mehr Blei brauchen. Platte, Glasscheibe ist, glaube ich, ganz schön hässlich. Das ist auch geil. Ich glaube, sowas will ich haben. Dann nehme ich die dicken Blöcke wieder weg. Panzerglasscheibe, noch besser. Brauche sogar Eisen für. Ich werd bekloppt. Ja, gut, aber ich glaube, da können wir drauf verzichten. Ah, Panzerglasscheibe. Wäre ein bisschen dünner. Aber es macht sich besser. Es kostet tatsächlich identisch. Auch interessant. Oh, und so ficke viel Blei. 40. Alter Vater, das ist ganz schön viel. Ich glaube, so viel habe ich noch gar nicht. Und da brauche ich auch Glas für. Also zerbrochenes Glas. Geschäftsblock mit dich. Was brauchen wir denn da? Bisschen Blei nur. Geschäftsscheibe. Nehmen wir Blöcke oder nehmen wir Scheiben? Ich brauche auf jeden Fall für alles Glas. Die Frage ist, meinen die Bruchglas damit? So wie hier. Weil das ist wie eine Glasscheibe. Symbol wäre eher das. Ich würde sagen, wir düsen einfach nochmal los. Blöcke haben wir noch genug. Zeit haben wir noch ein bisschen. Setzen hier erstmal eine Tür rein. Zack. So, haben wir das schon mal. Hier muss noch vernünftiger Boden rein. Das geht ja so gar nicht. Aber das höhlen wir, glaube ich, nachher einfach aus. Meinen kleinen Monolithen hier lasse ich stehen. Und dann würde ich sagen, spurten wir uns mal. Ne, die Zeit ist knapp. Und gucken, was wir noch alles in der Base haben. Und dann machen wir uns Glasblöcke. Hätte ich vielleicht vorher drauf kommen können. Naja. Im Zweifelsfall nehmen wir unterwegs noch ein paar Blöcke auseinander, Steinblöcke. Und dann finden wir vielleicht sogar noch ein bisschen Blei. Das wäre, glaube ich, eine echt gute Idee. Lauf, Johnny! Oh, ich muss mal was essen. Bisschen Speck. Trinken wir auch gleich was. So. Finden Schuh raus. Tatsächlich, Nahrungsprobleme haben wir überhaupt nicht. Also, ich habe Fleisch und Hülle und Fülle bei mir im Kühlschrank. Ist auf jeden Fall schon mal eine Sorge weniger, aber dass die Nacht sich nähert, finde ich uncool. Nur im schlimmsten Fall bleiben wir einfach bei uns in der Base da auf dem Dach und da sollte ja noch nicht allzu viel passieren. Hoffe ich. Kann natürlich auch maximal schief gehen. Aber das werden wir sehen. Ne, die uns da alles zu klump kloppen. So. Jetzt haben wir auch mal wieder ordentlich Stamina hier.
Zack, kriegen wir da eigentlich Blei? Ja, aber sehr wenig. Das ist ja wirklich fast nix. Alter. Pro Block. Also bei dem waren das jetzt gerade 4. Und hier gar nicht mehr. Gucken wir mal, ob das so ein gängiger Durchschnittswert ist. Auf jeden Fall finden wir Eisen bis zum Abfinken. Und ein Level. Nicht ein bisschen Blei. Ah, da haben wir ein bisschen was. 5, na immerhin. Jetzt sind wir auf 7. Ja, ist nicht die Welt tatsächlich. Ich glaube, Blei brauchen wir auch für Munition. Das ist auch noch relativ wenig. Aber ich poche einfach mal auf unsere geile Ausstattung. Und dann kloppen wir die Scheißviecher in der Blutnacht einfach um. Weil wir das können. So. Wo ist Häuschen, Häuschen, Häuschen? Da. Und dann... Das wird schon irgendwie. Ne? Ich bin guter Dinge. Oh! Gleich eine ganze Brigade hier. Nummer 1. Nummer 2. Na, wer will zuerst? Du. Meine Fresse, wie viele sind denn das? Also, irgendwie scheinen die sich immer irgendwo zu sammeln. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig anlocken. Ach, schon wieder. Wie letztens im Haus, ey, wo auch so viele da waren. Ups. Aber was ist denn? Oh, shit. Ach, nur gelähmt. Na Gott, das geht. Zack. Ist aber auch träge, die scheiß Axt, ey. Muss man ja tatsächlich sagen. Hab jetzt. Sag mal. Geht doch. Zack. Alter, wie viele waren das jetzt? Hat einer mitgezählt? Ich auf jeden Fall nicht. Nochmal. Alles. Kant, kant, kant. Baller. Ja. Du noch ein. Und du auch noch ein. So. Da auch noch einer. Meine Fresse. Ist aber gut hier. Blöder, dreckiger Penner. Das Kopf. Verschwinde. Hau in die Kopfplatte, hau in die Kopfplatte. Ach, leck mich doch. Scheiß Kerl. So. War was? So. Wir sind zeitlich auch schon wieder relativ weit tatsächlich. Und ich glaube, ich werde die Folge an der Stelle auch gleich mal beenden. Und beim nächsten Mal machen wir dann Jans 4 Glas. Den werde ich dann offline fix fertig machen. Und ja. Danach stellen wir uns der Blutnacht auf jeden Fall. Ich glaube, das wird in der nächsten Folge schon was. Wir haben es jetzt 16.49 Uhr. Das könnte noch etwa eine halbe Stunde sein. Also, ich danke euch wie immer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Ragnar Bertholdsson.